Jetzt haben wir noch was für euch, was euch bestimmt auch fasziniert. Die einen, also diese Leute hier, singen ja zu sechs ganz ohne Instrumente. Der andere, den Sie jetzt kennenlernen, der spielt alleine ganz viele Instrumente. Bei ihm bekommt der Begriff One-Man-Show eine völlig neue Bedeutung. Marie-Theresa Giese stellt Ihnen jetzt einen Hardrocker vor, der sich in ein 18-köpfiges Glenn-Miller-Orchester verwandelt. Glenn Miller, King of Swing. Seine Musik, ein Lebensgefühl. Das hier dagegen, ohne Ohrschützer, schwer auszuhalten. Gegensätze, die sich anziehen. Der Hamburger Musiker Raimund Burke ist knallharter Hardrocker. Aber sein Herz schlägt auch für den feinen Swing. Völlig egal, ob da irgendwie 70 Jahre dazwischen sind oder was. Das ist wurscht, das passt. Das groovt auch beides. Das ist also, das muss nicht immer, das muss ja irgendwie nicht immer geswingt sein, um trotzdem Swing zu sein. Also hat sich Raimund ein Mammutprojekt zugemutet. Glenn Miller Songs modern interpretieren und das ganz allein als One-Man-Band. Selbst einspielen, selbst filmen, selbst raushören. Ich kann keine Noten lesen. Mit einer Partitur könnte ich gar nichts anfangen. Das sind so Kuller mit so Strichen und so. Ich kann das nicht. Und deswegen muss ich da mich auf mein Gehör verlassen und das alles nach Gehör machen. Allein 14 Gitarrenstimmen nimmt Raimund auf. Denn so sein Erkenntnis, verzerrte Gitarren klingen wie Millers Bläser. Auch die Performance muss stimmen. Hinsetzen, aufstehen, nach rechts gucken, nach links. So entsteht nach und nach ein komplettes Swing-Orchester. Aufstehen. Das Schwerste war, die einzelnen Stimmen zu extrahieren aus dem Original, aus dem häufig sehr schlecht klingenden Original, weil damals mit Mono aufgenommen, in, keine Ahnung, in Schellack gepresst oder was. Und das war schwierig, die einzelnen Stimmen wirklich rauszuhören und dann auf Gitarre auch nur in Einzeltönen zu spielen. Deswegen hat der Hamburger aufgestockt, von 5 auf knapp 20 Gitarren. Schließlich besteht das Raimund-Burke-Orchester aus ebenso vielen Raimund-Burkes. Und die müssen nach und nach ins Video. Eine nervenaufreibende Produktion. Das Wichtigste zwischendurch, Tai Chi zum Entspannen. Kraft kommt aus der Stille. Und dann das Finale mit prominenter Unterstützung von Wayne Morris. Pardon me, boy. Is that the Chattanooga choo-choo? Der britische Sänger und Gitarrist hat den Groove in der Stimme. Pennsylvania Station by the quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Unfassbar, wie viel man erstmal reinhört, was sie da machen, und dann jede Einzelteil versuchen, das rauszuhören und dann zu nochmal Recording, ja, aufnehmen. Ist just ein Arbeit, es würde normale Leute 10 Jahre gedauert, das zu rausfinden und aufnehmen. Bei Raimund sind es 2,5 Jahre. 15 Songs hat er eingespielt, die CDs sind gepresst. Ich finde es toll, dass auch beide Lager das irgendwie unabhängig, also Lager meine ich jetzt Jazz und Rockhörer so irgendwie, das ist total unwichtig dabei. Das finden alle toll. Und es sieht für mich aus wie eine Band, tatsächlich. Nicht wie ich in 17 Mal so. Jetzt muss er sich nur noch 16 Mal klonen und dann kann es auf Tour gehen. Das ist auch schon beeindruckend, muss man sagen, ne, was der Mann da auf die Beine gestellt hat. Ihr